Shohei Ohtani verlebte einen produktiven Montag. Am Nachmittag absolvierte er zunächst ein Simulated Game erfolgreich, am Abend dann schlug er sein 15. Home Run der Saison, womit er sich zu einem illustren Kreis gesellte. Seit seiner Ellenbogenverletzung vor ein paar Monaten hat Ohtani nicht mehr in einem Spiel gepitcht. Am Montag jedoch absolvierte er bereits sein zweites Simulated Game. Im heimischen Angelstadium of Anaheim warf er 50 Pitches über 3 Innings und zeigte sich danach zufrieden. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich keine weiteren Simulated Games mehr benötige. Aber das ist ultimativ nicht meine Entscheidung, sagte der Japaner am Montag. Das müssen der Trainerstab und die Physiotherapeuten entscheiden, also muss ich zunächst mit denen reden. Am Abend empfingen schließlich die Angels die Colorado Rockies und Ohtani startete als Designated Hitter. Im 4. Inning gelang ihm dabei sein 15. Home Run der Saison. Er wurde damit zum 4. Spieler in der Geschichte der MLB, der in einer Saison 15 oder mehr Home Runs geschlagen und zudem mindestens 3 Pitching-Auftritte hatte. Die anderen waren Jimmy Rein, Matt Davidson in dieser Saison sowie Baseball-Legende Babe Ruth. Seine Rückkehr auf den Mount angeht, bleibt Ohtani derweil optimistisch. Ich war immer zuversichtlich, dass ich noch in dieser Saison wieder pitchen könnte. Schritt für Schritt komme ich diesem Ziel näher und damit hat sich auch mein Selbstvertrauen erhöht. Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht. Werbung, Werbung.